Hallo, liebe Bewohner, heute ist Mondneujahr. Ich wünsche euch allen Glück und Zufriedenheit. Mondneujahr? Ich wusste noch nicht mal, dass das gibt. Es ist Freitag, der 12. Februar 2021, 13:48 hier auf Exthalia. Oh, heute hat Frederik Geburtstag. Ja, das große Ereignis, weshalb ich eigentlich jetzt noch auf die Insel gekommen bin. Aber Mondneujahr, davon habe ich bis jetzt noch überhaupt nichts gehört. Ist das was Chinesisches oder Japanisches? Herzlichen Glückwunsch! So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Ja, zu Frederik gehen wir gleich natürlich sowieso ja auch hin. Und werden dann ja auch sowieso auch ihm ein Geschenk überreichen, schön feiern. Ich natürlich habe mich erstmal wieder mal ein bisschen neu eingekleidet. Eine Samthea-Mütze, dann sowieso jetzt einen netten Pulli. Ach, was will man mehr? Vielleicht was aus dem Briefkasten von Jessie. Ich habe total zu viele Blumendinger bestellt. Ich meine, klar, mehr ist immer besser, aber irgendwie doch nicht. Denn, weißt du, bei mir steht jetzt alles voll mit Gartenkrempel. Alter Schwede, bin ich jetzt schon mal ein bisschen aus der Puste gekommen durch Blumenkind Jessie. So, was haben wir denn hier? Eine Triumphtulpe. Das ist auch nicht übel. So, was haben wir hier noch? Ein Dokumentstapel und ein Doppelsofa. Ja, das Doppelsofa wollte ich bei mir noch drin haben. Und ansonsten, ja, die Fossilien lassen wir heute einfach mal kurz außer Acht. Auch wenn die mich jetzt so verdächtig anlächeln. So müssen wir uns doch heute mal um das Hauptereignis mal kümmern. Frederiks Geburtstag. Also, was können wir ihm am besten mal schenken? Hallo, hallo, willkommen in Nooks Laden. Ja, was können wir Frederik denn mal schenken? Ich würde mal sagen, was Nützliches. Und was wäre, er sagt, nützlicher als zum Beispiel eine Rührmaschine? Tja, eine Rührmaschine ist immer ein guter Kauf. Und natürlich, warte mal, Geschenkpapier nachtblau einpacken. Die Rührmaschine. Ist allerdings jetzt auch das allererste Mal, wo ich beim Geburtstag eines, ja, Bewohners dabei bin. Ah, und sieh mal, wir haben alle Meilenpunkte hier vollgekriegt. Schön. Wunderbarer Tag. Aber sobald wir auch gleich erst einmal die Sache da erledigt haben, mit Frederiks Geburtstag, Feiern, Party, Kuchen und so weiter und so fort, da muss ich auch wirklich mal kurz mal gucken, was bitteschön ist Mondneujahr? Davon hatte ich ja bis jetzt noch überhaupt nichts gehört. Der 12. Februar, Mondneujahr. Theoretisch müsste ich auch gleich mal nachschauen. Aber hey, kümmern wir uns jetzt erstmal um das eine und dann natürlich um das andere. Vielleicht können wir dann sogar noch mal ein paar Fossilien auch noch einsammeln. Wer weiß, aber ich würde jetzt einfach so mal sagen, ohne großartig zu verzagen. Ich würde wirklich mal sagen, es gibt heute so gut wie gar nichts. Oh, warte mal, was sind Hightech-Turnschuhe? Naja, einkaufen. Warte mal, haben die? Okay, einkaufen werden wir die Dinger auf jeden Fall. Aber anziehen noch nicht, weil das überhaupt nicht zu unserem Outfit passt. Tja, so viel dazu. Wir waren heute schon mal in Nepp und Schlepps Laden, dann der Sack in der Modeschneiderei. Und eigentlich müsste ich wirklich die Fossilien auch noch ausbuddeln für den heutigen Part. Aber hey. Wir sagen jetzt erst... Oh. Rein aus Prinzip. Ja, rein aus Prinzip müssen wir einfach unser Konto ein bisschen weiter auffüllen. So, das Loch lassen wir da erst einmal. Und Frederik, es wird Zeit, dass wir feiern, bis der Arzt kommt. Dummerweise haben wir keinen Arzt hier auf der Insel.
aber dafür weitere Maiglöckchen. So, klopf, klopf, Frederik. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Am Mondneujahrstag. Yay, Freddy und, Frederik und Freddy feiern Geburtstag gemeinsam. Hey, Phantom. Danke, dass du zu meiner coolen Geburtstagsfeier gekommen bist, Humph. Ja, ist doch selbstverständlich. Zu Kaffee und, zu Saft und Kuchen kommen wir doch hier gerne. Ja, yeah, so feiern wir dann hier eine Party. Ich mach dann mal den Partytanz. Den Partytanz. Oh yeah. Meine Karnevalstanzmoves, die kommen dann jetzt hier auch gut zur Geltung. Denn es ist Partytime. Happy Birthday, Frederik. So muss es natürlich hier auch sein. Und ich hab hier natürlich auch gleich ein Geschenk für dich dabei. Hey Frederik, kann ich dir ein Geschenk geben? Geburtstagspartys sind super. Kuchen und Geschenke, was will man noch? Außer noch mehr. Mach es nicht so spannend, Phantom. Hast du ein Geschenk für mich? Natürlich! Überraschung! Hier haben wir was. Oh, was ist da drin? Ich mach's gleich auf. Oh, cool. Eine Rührmaschine, einfach nur cool. Vielen Dank für das Geschenk. Was für ein toller Geburtstagskampf. Yay, ein toller Geburtstag für den Frederik. Da tanzen wir doch gleich nochmal mehr. Happy Birthday für den Frederik. Und Freddy ist auch nochmal dabei. Da tanzen wir doch gleich noch ein bisschen mehr dabei. Und sagen dann Fever Las Vegas. Das ist einfach genial. Wir tanzen dann so, als würden wir einen Balztanz machen. Das kommt mir auf jeden Fall ein bisschen komisch vor. Was für eine Aufforderung zum Tanz soll das eigentlich auch sein? Upsala, das war der falsche Knopf wieder. Aber ja, so tanzen wir doch gerne. Sonne, Mond und Sterne. Happy Birthday, Frederik. So muss es natürlich auch mal sein. Happy Birthday. Du bist ja nicht allein. So, was haben wir denn jetzt allerdings selbst als Geschenk gekriegt? Gratulantenbonus. Ja, wir sind der Partyclown. So kann man staunen. Mit Rhythmus im Blut. So muss es natürlich auch nochmal sein. Ah, warte mal, kann ich hier irgendwas nehmen? Nö. Oh. Sorry. War vielleicht ein bisschen zu verfrüht. Ah, wie ich sehe, hast du es auch auf die Geburtstagsliste von Frederik geschafft. Nicht das exklusivste Event auf Extalia, aber das geht schon in Ordnung. Feiern wir einfach. Yo, feiern wir einfach mal weiter. Wir tanzen hier einfach weiter ab. Mit dem Geschenk mit der Rührmaschine. Vielleicht hätten wir noch einen Stapel Dokumente oder vielleicht auch eine neue Klamotte schenken können. Aber hey, so wie das Ganze jetzt hier ist, so ist es natürlich ja in Ordnung. Nicht wahr, mein Kumpel? Ist toll, dass du hier bist und mit mir feierst, Phantom. Viel Spaß auf meiner Feier. Schade allerdings, dass nicht allzu viele geschehen mag. Ach, aber ist auch schon wirklich schön. Wir haben Kuchen, wir haben Saft. Wir haben Tanzmoves. Wir haben sogar irgendwelche Bällchen. Kann ich ja sag nicht so ganz. Upsala. Tut mir mal wieder leid, so. Ich kann allerdings nicht erkennen, was das für eine was das für Bällchen sein sollen. Na gut, ich will euch ja sag nicht allzu lange mehr beim Party machen stören. Wir haben erst noch ein paar Fossilien auszubuddeln. Musst du schon weiter? Danke, dass du zu meiner Geburtstagsfeier gekommen bist. Und danke für das Geschenk. Spitzengeburtstag, Hanf. Ja, immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Sonne, Mond und Sterne. Aber jetzt will ich erst doch mal kurz mal wissen, was ist Mondneujahr? Ha, das wird ja sogar auch angezeigt bei Google.
als allererstes. Also, was ist Mondneujahr? Sieh mal an. Wenn man Mondneujahr bei Google eingibt, dann kommt auch ein kleines Feuerwerk. Aber mal sehen. Chinesisches Neujahrsfest. Die Ratte verschwindet, der Büffel kommt. Okay, Mondneujahr ist der Jahresbeginn in einigen traditionellen Kalendersystemen Asiens. Neujahr wird dort zu einer bestimmten Mondphase gefeiert, meist am Tag des Neumondes. Der zugrunde liegende Kalender kann auf dem Mondjahr 354 Tage beruhen und auf dem Solarjahr 365 Tage, aber mit Schaltmonaten. Interessant. Mondneujahr. Hätte wirklich nicht erwartet, dass es sowas überhaupt gibt. Aber wie dem auch sei. Mondneujahr ist jetzt hier mit dabei. Wir holen uns jetzt also noch ein paar Fossilien ab. Und dann ist jetzt also auch gut für diesen Part. Aber keine Sorge, keine Sorge. Die Parts an sich bleiben natürlich nicht so kurz. Ich werde das Ganze jetzt bloß ein bisschen kompakter machen. Wie man so schön sagt. Allerdings haben wir jetzt noch ein klitzekleines Problem hier an der Backe. Ich muss erstmal... Warte mal, den Geldbeutel. Ja, ich muss erstmal Platz schaffen. So, ich musste jetzt natürlich erst einmal ein bisschen Platz schaffen, damit wir weitere Fossilien einsammeln können. Für den heutigen Part. Aber wie ich natürlich jetzt schon mal so sagen wollte, natürlich bleiben diese Parts nicht so kurz, wie dieser Teil jetzt hier natürlich sein wird. Denn wir packen jetzt, sofern nichts irgendwas Besonderes kommt, die Parts ein bisschen zusammen. Und die Tatsache, dass der Sack Mondneujahr heute ist, na verdammt, jetzt habe ich schon wieder einen Stock eingesammelt, ist ja sowieso schon was sehr Besonderes. Unerwartet und besonders. Besonders ist allerdings meine heutige Kürbisernte überhaupt nicht. Nee, die ist wirklich überhaupt nicht besonders. Warte mal, haben wir eigentlich... Oh, sieh mal an, wir haben heute auch noch Rainer zu Gast auf unserer Insel. Also, der Part geht also doch ein bisschen länger als erwartet. Dann belassen wir es heute nochmal so bei der normalen Partlänge. Warte mal, was war da was? Ah, in der Tat. Hier ist noch ein weiteres Fossil. Wunderbar, sag ich da. Dann machen wir doch erstmal mit unseren aktuellen Besorgungen mal kurz weiter. So, dass wir wissen, dass wir nicht scheitern. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal zu Rainer. Vielleicht hat er ja auch irgendwas Spezielles im Angebot für das Mondneujahrsfest. Ein Plattenspieler. Wenn das nicht mein Lieblingscousin ist! Willkommen zurück auf Rainer Schatzkoda! Vergiss bitte nicht die goldene Regel, nur ein Kunstwerk pro Person und Tag, wähle weise! Wähle weise, sonst hast du gleich eine Meise. Wir haben hier einen Schreibtisch, einen Kofferplattenspieler und natürlich eine nette Skulptur. Eleganzstatue, die kaufen wir uns einfach mal ein. Ja, stimmt genau. Gratuliere, du bist jetzt der stolze Besitzer dieser Eleganzstatue. Prächtig mit dir zu handeln, Cousin. Morgen wird dein Kunstwerk eingepackt und verschickt. Eine Statue kauft man aber auch wirklich ein bisschen zu selten.
Tja, und soweit ich das beurteilen kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, heute haben wir einfach mal einen etwas kürzeren Part mit dem Mondneujahrsfest, ein paar weiteren Fossilien, Rainers Schatzkutter, ein paar schicken Tanzmoves von uns und ja, die Sachen, die wir jetzt hier haben, die sind ehrlich gesagt alle Karnevalsartikel. Abgesehen ja davon, dass ich hier die Lampe, die Karnevalslampe, nicht ausgestellt habe, weil die ist in meinem Lager drinne. Und seien wir mal ehrlich, eine Karnevalslampe passt da nicht so gut auf meiner Tanzfläche. Und ansonsten, ja, hier oben haben wir kein Fossil. Kein Fossil. Spülen wir hier mit Priel. Wie sieht's aber jetzt hier aus? Wir haben gerade mal 3 Fossilien. Ja, 3 Fossilien. Wir haben noch nicht mal irgendeine glänzende Stelle am Boden jetzt wieder hier entdeckt. Wir haben hier bloß Mager. Und ansonsten wirklich nichts. Ist ja ziemlich schade. Eigentlich hätte jetzt hier irgendwo noch ein viertes Fossil herumliegen müssen. Vielleicht ist es aber auch irgendwo hier oben. Ne, sollte es jetzt hier noch irgendwo ein viertes Fossil geben? Dann habe ich es höchstwahrscheinlich jetzt gekonnt übersehen. Oder, was natürlich wahrscheinlicher ist, wir haben es an einer Stelle, wo wir noch nicht gesucht haben. Ja, in der Tat, wir haben es hier an einer Stelle, wo wir noch nicht gesucht haben. So, und das wäre jetzt Unkraut Nummer 6. Und hier haben wir auch noch eine glänzende Stelle am Boden. Eine glänzende Stelle. Da packen wir doch gleich mal wieder 10.000 Sternis rein, graben es aus. Und somit wird der Geldfluss nicht zum Erliegen kommen für das nächste große Eigenheim-Bauprojekt. Das Badezimmer. Tja, so hat man in diesem Part, wo ich eigentlich dachte, man hat hier nicht sehr viel zu tun gehabt, doch einiges zu tun gehabt. Und weil es gerade so schön ist, schauen wir dann doch nochmal kurz mal hier beim Rathaus vorbei. Um dann Folgendes zu tun. Ach, Melinda schaut sich den Schnee an. Wie schön. Aber wie dem auch sei, jetzt erholen wir uns erstmal ein paar mickrige Meilenpunkte. Und dann als nächstes zahlen wir schon mal wieder 100.000 Sternis ein. Und dann bei Nook Shopping schauen wir einfach, ob es irgendwas fürs Mondneujahrsfest gibt. Mal sehen, Schokolade. Ah, ein Glücksumschlag. Sieht aus wie eine Tafel Schokolade. Mondneuer Dekoration. Und dann ein Bock-Yumeoni-Säckchen. Bis zum 17. Februar ist das erhältlich. Okay, ich habe mir einfach so viel davon eingekauft, wie ich bloß konnte. Tja, nett. Wirklich nett, das Ganze, muss ich sagen. Also mit sowas habe ich heute wirklich nicht gerechnet, als ich vorhin den Part begonnen habe. Ein Mondneujahrsfest. Naja, aber es gab natürlich auch den Tag des Murmeltiers hier auf der Insel. Dadurch, dass man ein paar Resetti-Figuren kaufen konnte.
Naja. Huhuch! Oh je, ich bitte um Pardon. Ich grüße Sie, Phantom. Sie wollen mal wieder Fossilien abgeben, oder? Tja, wie war, Eugen? Wir starten die Fossilienanalyse. Und hoffen, dass wir irgendwas Besonderes daraus kriegen. Leider nicht. Leider haben wir jetzt alles wieder doppelt. Wer kann eigentlich mit sowas jetzt rechnen? Aber gut, zum T-Rex. Schwanz haben wir jetzt also auch noch einen Körper. Und wisst ihr was, ein T-Rex? Ja, den will ich eigentlich sehr gerne auf meiner Insel noch haben. Dann könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, welche anderen Fossilien ich jetzt hier verkaufe. Ach, halli, hallo, hallöle, Emily. Willkommen, Phantom. Herzlich willkommen zurück. Gott, ich will mal kurz was verkaufen. Einmal den Triceratops-Torso, den Pachysaurus-Vorderteil und den anderen Kram. Tja, schön. Einfach genial. Den T-Rex-Torso haben wir also jetzt auch eingekauft. Und damit sage ich mit der Schaufel in der Hand, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann mal am Valentinstag wieder. Bis dann, sag ich dann, bis dann und ciao. Und noch einen frohen Mond-Neujahrstag.